Herzlich willkommen zum letzten Webinar des Jahres 2019. Mein Name ist Philipp Klinkmüller und ich hoffe, Sie haben die Feiertagsvöllerei gut überstanden und ein bisschen die Zeit mit Ihren Familien genossen. Es hat sich ja durchaus ein bisschen was bewegt die letzten Tage. Ich meine, ich hatte das ja schon mal angesprochen, das ist ja auch immer krasser geworden. Also zwischenzeitlich ist ja auch der 26. im Endeffekt, ja, abgesehen jetzt von den europäischen Kernmärkten, eigentlich ein voller Handelstag geworden. Deswegen hat sich auch hier im gestrigen Handel durchaus was getan. Steigen wir mal in das ganze Thema jetzt hier ein. Zunächst mal mit dem GDX. GDXJ sind ja in beiden Werten wieder long investiert. Da hatten wir heute auch eine Kurznachricht versendet. Wir haben jetzt bei beiden den Stop nachgezogen und bislang lässt sich das auch ganz gut an. Es geht jetzt darum, hier eminent im GDX diese 29,40 zu überwinden und dann eben im GDXJ bereits schon das bisherige Jahreshoch zu überwinden, hier bei 43,18. Gelingt das dem Markt, dann sind wir hier auch ganz gut aufgestellt hier für den weiteren Verlauf, um dann eben auch deutlich höhere Kurse eben frei zu geben. Ich zeige jetzt hier auch mal nochmal ganz kurz eine kleine Projektion, wo das Ganze dann eben auch hier erwartungsgemäß dann hingehen würde, wenn wir das jetzt eben hier tatsächlich schaffen, dieses Level dann eben zu überwinden. Dann hätten wir hier eben in den nächsten Wochen dann eben Platz, ja, diese Bewegung auf jeden Fall mal hier in Richtung des Bereichs 45, 46 Dollar dann eben letzten Endes dann auch hier voranzubringen, ehe dann von dort aus davon ausgegangen werden muss, dass diese Bewegung dann eben entsprechend hier auch zum Erliegen kommt. Oft entlang des Weges mal noch kurz die weiteren Widerstände anschauen. Ich meine, die 100er, die haben wir jetzt hier schon mehr als gut überwunden, sind jetzt eben hier im Bereich der 1618, 1786. Also hier ist jetzt auch durchaus mal mit einer gewissen Gegenreaktion zu rechnen in dem ganzen Thema. Ähnlich sieht es eben auch aus für die Entwicklung auch beim GDX. Und auch hier, wenn wir uns mal diese Projektion hier kurz anschauen, dann sehen wir auch, wo wir da mit der Reise hingehen. Allerdings muss man grundsätzlich festhalten, verhält es sich doch eben so, dass tatsächlich der GDX insgesamt hier doch noch etwas weiter in der ganzen Geschichte eben zurück ist, auch in seiner übergeordneten Entwicklung. Auch hier sind wir jetzt in diesem Bereich dran. Dann wäre hier der nächste Bereich auch zunächst mal aber nur hier um die 30,50, 30,24, je nachdem wie man das Ganze hier einzeichnet, aber das ist das, was ich jetzt hier aktuell mal für den realistischsten Verlauf halte, es sei denn, man zieht das alles hier etwas anders und setzt eben diese ganze Bewegung hier etwas anders an, ja. Dann gäbe es da eben noch eine andere Option für diesen Verlauf, aber die halte ich aktuell eigentlich ehrlich gesagt für nicht so wahrscheinlich, ja. Dann hätten wir auch noch hier bedeutend mehr Luft, dann wären wir jetzt gerade mal hier an der 100er dieser Extension. Also das halte ich jetzt für nicht so realistisch für den weiteren Verlauf, aber das zeigt alles in allem hier auch insgesamt das etwas zögerliche Bild, was beim GDX angeht. Also das heißt, wir müssen uns unter Umständen darauf einstellen, das ist ja auch weiterhin das Thema, dass das eben hier korrektiv ist, dass wir eben lediglich hier im Bereich 30,50 nachher vielleicht landen und dann von dort aus schon wieder den Abverkauf eingehen. Also hier ist es noch weniger gesichert aus unserer Sicht, dass wir hier tatsächlich am Ende des Tages dann eben auch das bisherige Jahreshoch hier tatsächlich nochmals überwinden können. Nun, grundlegend wird die Bewegung in im GDX und GDXJ eben auch durch die Entwicklung im XAU-Index als auch im HUI-Index getragen. Der hat hier auch noch ausreichend Raum, ja, dass wir dann hier weiter vordringen, hier ans 78,6 oder ans 88,7 Retracement. Und wir hätten hier rein theoretisch ja auch, um in dieser korrektiven Erwartung zu bleiben, sogar noch Platz bis 287 Dollar, ehe wir uns dann wirklich nochmal Gedanken machen müssen, ob das hier nicht alles doch eine impulsivere Geschichte wird und wir dann tatsächlich eben auch langfristig über die 2016er Hochs hinaus ausbrechen. Ja, dann schauen wir mal von dort aus weiter zu den Kryptowährungen. Hat sich soweit nichts verändert. Ich meine, ja, der Bitcoin hat sich hier zwischenzeitlich erholt, aber wenn wir jetzt auch mal hier in die ganze Historie dieser Bewegung, also in alles, was hier eben in den letzten zwei Monaten sich letztlich auch abgespielt hat, schauen, dann sehen wir, okay, wir kennen diese Strukturen. Ja. Ich meine, die finden sich hier immer wieder in den vorangegangenen Bewegungen, auch wenn man hier zurückgeht. Das hat immer wieder hier solche Tiefs, haben immer wieder zu solchen Gegenbewegungen geführt. Dann ist man aber nach diesen Gegenreaktionen dann meistens mehr oder minder in so eine Seitwärtsgeschichte hier abgedriftet.
Hier war es mal etwas ausgeprägter, aber auch hier haben wir das gesehen, dann sind wir hoch, dann sind diese Seitwärtsgeschichte und jetzt wiederholt sich hier wahrscheinlich eben wieder selbiges Bild und wir werden hier den weiteren Abverkauf sehen, eben nach wie vor in Richtung dieser 5.400 Dollar, die wir anpeilen, weil ja, das ist zwar eine Option, aber wir kommen auch hier wieder zu dem Thema Verhältnismäßigkeit, wie stehen diese Bewegungen zueinander, wir haben diesen scharfen Spike, dann eine Gegenbewegung, dann hier nochmal ein Hoch, alleine schon diese Struktur hier überhaupt als Impuls zu zählen, sehr schwierig und dann haben wir jetzt eben noch das Problem, dass das hier alles in dieser Korrektur sich auch schon wieder immens ausgeweitet hat hier zeitlicher Natur. Das passt eigentlich schon nicht mehr zu dieser Aufwärtsbewegung und das Naheliegendste ist für uns aktuell erneut, ja, das geht hier runter, aber das wird hier dann entsprechend nochmals wieder eine Abwärtsbewegung hier nach sich ziehen, um dann eben hier wieder abzuverkaufen und wir konnten auch bislang hier dieses letzte Hoch der 4 auch noch nicht nehmen. Also solange dem so ist, ja, muss man ganz klar sagen, gehen wir weiterhin davon aus, dass das hier nochmals abdriftet nach Süden und selbiges gilt auch hier ganz klar für die Entwicklung eben, die wir hier auch im Ethereum zu erwarten haben aus unserer Sicht. Da sind wir auch weiter in Short und da gehen wir auch nach wie vor davon aus, ja, der Markt kommt hier nochmal runter und wir erreichen hier Kurse in Richtung der 100 Dollar, 110 Dollar, ehe das Ding dann wirklich nachhaltig die Chance hat, wieder in Richtung Norden durchzuziehen. Ja, schauen wir weiter. Gold, sind wir long, haben wir Stops nachgezogen, haben wir heute auch einen Teil Gewinn realisiert bereits, also der Trade läuft wieder ganz hervorragend, sind seit 14,69 drin, stehen jetzt bei 15, 18, also rund 50 Dollar im Plus, das läuft ganz, ganz prächtig. Ähnlich verhält sich es auch mit dem GLD, auch dort sind wir drin seit 138,35, auch der läuft gut nach oben. Die nächste Hürde, jetzt hier diese 142,88, die sollte er dann mal nehmen hier in den nächsten Tagen. Wir haben heute bei Gold eben, wie gesagt, Gewinne mitgenommen, werden wahrscheinlich jetzt heute auch noch beim GLD mal ein paar Prozent mitnehmen. Silber sind wir auch long, auch hier haben wir heute Teilgewinne realisiert, auch das läuft sehr, sehr gut. Hier ist jetzt imminent mit einer Reaktion zu rechnen, wahrscheinlich mit dieser Welle 4, solange die aber über 17,25 bleibt, ist hier alles darauf ausgelegt, hier im nächsten Schritt in Richtung 18,50, 18,70 vorzudringen auf jeden Fall mal. Und dann schauen wir mal weiter, wie es von dort aus sich dann weiter anlässt. Aber alles in allem sehr, sehr erfolgreich wieder diese Trades. Also das heißt, durch die Bank kann man jetzt aktuell sagen, der komplette Minen-Edelmetallsektor jetzt hier innerhalb von 14 Tagen überall einen Einstieg getätigt. Alle Einstiege im Plus, teilweise schon Gewinne mitgenommen. Also hier setzt sich dieses sensationale Jahr nochmals zum Ausklang fort, was wir hier in den Edelmetallen und Minen eben gesehen haben. Und ist auch mit eins der besten Jahre, was wir jemals in den Metallen hatten. Ja, gehen wir mal weiter zu den Energierohstoffen. Hier mal zunächst zum WTI. Da hatten wir jetzt nochmal einen Zielbereich angesetzt. Das haben wir auch mit dem heutigen Hoch mehr oder minder ja auch erreicht hier bei 61,94. Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass diese Bewegung hier noch nicht zum Erliegen gekommen ist. Und solange sich das Ganze dann hier unter den 63,49 hält, haben wir auch noch die Erwartung, dass das eine korrektive Geschichte ist. Ja. Aber wir müssen ganz klar da davon ausgehen, dass das Thema hier erstmal weiter in Richtung Norden marschiert, ehe wir dann von dort aus eben wieder die Chance haben, dass der Markt seinen Abverkauf aufnimmt, wovon wir eigentlich nach wie vor eben auch primär überzeugt sind und entsprechend davon eben auch ausgehen, dass wir dann von dort aus eben den Markt shorten werden, um eben dann hier, wie gesagt, diese Abwärtsbewegung dann eben auch mitzunehmen. Aber da ist jetzt noch ein paar Tage Geduld gefragt und wir wissen es, wie es bei WTI ist. Das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder erlebt. Auch das notorisch bekannt, dafür gerne nochmal immer eins draufzusetzen. Und wir werden da jetzt in aller Ruhe abwarten und uns das anschauen. Ja, dann kommen wir noch zum USO. Der notiert weiterhin unter den 13,15, also das heißt, hier ist noch nach wie vor kein finales Signal erfolgt, dass wir uns jetzt tatsächlich hier in Richtung 15, 16 Dollar aufmachen werden, aber wir bleiben grundlegend der Überzeugung, dass dem so sein wird, solange der jetzt eben hier nicht weiter ein Abverkaufssignal auslöst und über 13,15 wäre dann dieses Anlaufen hier oben auch bestätigt. Das ist eben dann letztlich ja hier dann auch der vergleichbare Punkt mit den 63,49 im WTI. Ja, und dann kommen wir abschließend zu unserem absoluten Lieblingsthema, dem US Netgas. Das entwickelt sich aus unserer Sicht hier aktuell absolut prächtig. Ja, wir haben hier alles richtig gemacht in
den letzten Monaten rechtzeitig noch alles verkauft. Der Markt ist massivst nach unten durchgetankt. Wir sind jetzt hier schon wieder dran an dem Tief, das ja hier bislang im Bereich von 2,15,7 lag. Wir waren es heute bei 2,16 und sind aktuell bei 2,16,5. Also hier ist davon auszugehen, dass das hier sehr wahrscheinlich einen weiteren Taucher hier machen wird. Wir haben hier möglicherweise ein 1,2,1,2 Setup. Also das heißt, in dieser C hier nach unten, da ist noch einiges an Potenzial und Kurse unter 2 Dollar sind hier absolut realistisch zum aktuellen Stand heraus. Die Folgekontrakte notieren auch aktuell unter dem aktuellen Preis. Das ist zwar einerseits ganz klar indikativ dafür, dass hier ein markanter Wendepunkt auf den Markt zukommt, denn es ist für einen Markt wie US Natural Gas absolut außerhalb der Norm, das Contango, also die steigende Terminkurve, zu verlassen und in die Backward Rotation zu wechseln. Entsprechend dessen ist das ein klares Zeichen. Ja, hier steuern wir auf einen massiven Wendepunkt zu. Das haben wir in der Vergangenheit immer bei diesen Werten, auch bei WTI beispielsweise so beobachtet. Aber gleichzeitig bedeutet das eben auch, dass hier ganz eminent natürlich nochmal empfindliches Abwärtspotenzial da ist und dass der Markt jetzt hier nochmal 20, 25 Cent weghaut, überhaupt kein Problem. Wir werden hier weiterhin in Ruhe abwarten, dass wir ein Kaufsignal kriegen und dann gehen wir davon aus, dass wir das wieder sehr gut abfangen werden und dann können wir uns hier alle nochmal richtig freuen, weil dann ist auch ohne weiteres auf Sicht der nächsten Monate, Januar, Februar, dann ohne weiteres in dem Verlauf drin, dass das Ding wieder auf 3 Dollar geht. Ja, da ist auf jeden Fall einiges an Holz zu holen. Ja, kommen wir abschließend noch zu den Indizes und dann zum Euro-US-Dollar-Dollar-Index. Ja. Der Dow bewegt sich weiterhin im Rahmen unseres Zielbereichs, hat bislang kein Umkehrsignal gebildet, müsste aktuell unter 28.280 Punkte abverkaufen, um dies zu ermöglichen, um dann eben diese Welle 3 zum Start zu zwingen. Die hat hier zwischenzeitlich, das muss man hier auch mal nochmals jetzt hier korrigieren, in dem Zielbereich hier an der Oberseite ein Ziel von 27.212 Punkten. Also das heißt, das hat sich eben auch jetzt natürlich alles deutlich nach oben geschoben, klar, weil einfach der Markt eben auch immer weiter nach oben gelaufen ist und auf der Unterseite inzwischen von 26.349 Punkten, also auch das hat sich jetzt deutlich nach oben angezogen. Aber Fakt ist, wir bleiben dabei, diese Bewegung ist überst voll. Also selbst wenn man das jetzt alles hier nochmal eins rüberrücken würde, dann kommt man trotzdem unweigerlich zu dem Schluss, ja, wir haben hier jetzt einen sauberen Fünfteiler abgeschlossen. Also mit rüberrücken meine ich, dass man das eben dann alles nochmal von den Ebenen etwas anders durchzählt, dass hier auf jeden Fall eine Gegenbewegung erfolgen muss. Ja, und wir dann im Anschluss daran eben entsprechend eine Korrektur sehen, eine vernünftige Zwischenkorrektur und der Markt braucht diese auch. Wir können das nicht oft genug betonen. Irgendwann wird die Rechnung kommen, ja, so oder so. In der Form wird es nicht weitergehen. Selbiges gilt auch für den S&P 500. Da hatten uns ja viele gefragt, ob das überhaupt realistisch ist, dass wir den Zielbereich erreichen. Ja, und wir sind bereits da. Was allerdings jedem zu denken geben sollte, ist tatsächlich, wie sich diese Bewegung hier jetzt oben raus gestaltet. Ich meine, selbst im Vergleich zu diesem Anstieg, der war ja schon schwierig, haben wir jetzt hier ein noch geringeres Ausschlagsvolumen. Also ich meine, man muss sich das hier alleine mal anschauen, wie sich das hier mit minimalster Fluktuation nach oben schiebt. Also da ist einfach überhaupt kein Volumen in diesem Markt vorhanden, wie das eigentlich zu erwarten wäre. Und eine gewisse Intraday-Volatilität, die ist hier schlicht und ergreifend nicht gegeben. Also das ist schon eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung und die ist auch für so einen Markt nicht gesund, weil, wie gesagt, wenn da jetzt mal einer anfängt, den Stöpsel zu ziehen, da ist nichts da, was den Markt dann eben großartig an der Stelle dann unterstützen kann. Und je länger man diese Korrektur hinauszögert, umso höher wird schlicht und ergreifend einfach die Rechnung, die es dann nachher zu begleichen gilt. Im DAX sieht es ähnlich aus, der hat sich jetzt heute nicht sonderlich vom Fleck bewegt, der hatte ja tatsächlich dann auch 2,5 Tage eben geschlossen. Ja, da müssen wir jetzt mal abwarten, wie das dann in der nächsten Woche, vielleicht am 30. noch sich bewegt. Bislang kein neues Hoch gebildet, ja. Und auch heute mehr oder minder einen sehr, sehr zögerlichen Handel, den wir hier eben im DAX gesehen haben. Wir müssen aber weiterhin bei der Einschätzung bleiben, dass hier als nächstes mal lediglich diese 4 kommt und sich das dann eben hier direkt mehr oder minder impulsiv fortsetzt. Es sei denn, wir würden dann hier unter dem Bereich 12.800 respektive 12.600 Punkte ausverkaufen. Dann müssten wir die Einschätzung revidieren und dann würde sich das eben auch hier zu einer größeren Korrektur erstrecken. Ja, und dann kommen wir abschließend zum Euro-US-Dollar und auch zum Dollar-Index. Und ich meine, muss es mal in der Deutlichkeit sagen, also ich meine, ja,
man hätte hier schon irgendwo das Bedürfnis, mal, wenn es irgendwie eine lebendige Person wäre, da hier doch mal die ein oder andere Ohrfeige zu verteilen für diese Frechheit, die wir hier wieder gesehen haben. Ich meine, das ist hier strukturell nach wie vor ein absolutes Desaster. Dennoch haben wir es jetzt eben geschafft, hier nochmals nach oben zu kommen und sind hier auf dem Weg zu der Option, dass wir hier tatsächlich eben dieses nochmals ein Hoch hier bilden über den 1,12. Aber noch ist es nicht so weit. Also das heißt, es kann auch immer noch ohne Probleme jetzt hier nach unten wegklappen und dann tatsächlich diese weitere Entwicklung ausfüllen. Da müssen wir jetzt mal die nächsten Tage abwarten. Alles in allem macht das diese Gesamtstruktur wirklich also kein Mikrometer besser, aber es wäre tatsächlich immer noch möglich, dass wir jetzt wieder abverkaufen. Ansonsten müssen wir uns dann eben erneut nach einem Long-Einstieg umsehen. Synchron dazu sind wir ja noch im Dollar-Index Short drin. Und jetzt mal schauen, wie der hier weitermacht. Aber auch hier sieht man also die Bewegungen, die diese beiden Märkte in den letzten Wochen veranstalten. Alleine das hier, was er jetzt hier produziert hat, das ist schon wirklich ja, von allererster Güte, was den Grad an Miserabilität angeht, die der Markt hier uns präsentiert. Aber ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir sind hier short. Wir bräuchten jetzt hier einen Bruch von 96,52 und 95,84, um diesem Short dann letzten Endes auch wirklich den nötigen Nachdruck zu verleihen und das nötige Momentum zu verleihen. Warten wir es ab, wie es sich hier ausgeht. Grundlegend müssen wir jetzt einfach hier auf eine Entscheidung warten in beiden Märkten, um dann eben wieder eine klare Richtung formulieren zu können und das dann eben festhalten zu können. Ja, wie gesagt, ich hatte es am Anfang schon angesprochen, das letzte Webinar des Jahres. Ich danke Ihnen vielmals für dieses Jahr 2019 mit Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten Rutsch, einen guten Start ins Jahr 2020. Wir melden uns wieder in alter Frische im neuen Jahr. Im neuen Jahr werden dann auch wieder viele Sonderberichte erscheinen mit einem Ausblick fürs kommende Jahr und wir freuen uns wieder auf die Zeit mit Ihnen und auf ein neues, erfolgreiches Handelsjahr mit Ihnen. Vielen Dank und eine gute Zeit bis nächste Woche Donnerstag.